Kapitel 6 Tag des jüngsten Gerichts. Die Sonne verschwand bereits hinter dem Horizont, während Kell und Aurora abends am Tisch saßen und aßen. Irgendwie erinnerte der rote Schimmer, welcher den Raum erleuchtete, Kell wieder an Munagoras eigenartigen Blick früher an diesem Tag, als sich das Team noch im Inneren des riesigen Turmes befand. Hatte Kell gezögert, seine Gedanken hierüber zu äußern, doch nun, in dieser stillen Zweisamkeit, entschied er sich, seine Bedenken auszusprechen. Vorhin, als Munagoras uns wieder ins Büro begleitet hat, fandest du das eigentlich nicht merkwürdig? Merkwürdig? Aurora verstand nicht, was Kell ihr sagen wollte. Als du darüber geredet hast, wie sehr du Epsilon verachtest, da hatte Munagoras dieses Funkeln in den Augen, diesen glühenden Zorn. Hast du das nicht gesehen? Du halluzinierst, Kell. Munagoras hat nichts derartiges getan und das würde er auch nicht. Er ist ein ehrenwertes Pokémon und ehrenwerte Pokémon stehen nicht auf Epsilons Seite. Meinst du das wirklich? Es gibt bestimmt einige Pokémon, die Epsilon einiges zu verdanken haben. Sag mir doch. Wie soll ich denn Epsilon wirklich hassen? Immerhin ist er der Grund, wegen dem ich eine zweite Chance im Leben habe. Selbst das letzte bisschen Einsicht schien nun aus Auroras Stimme zu schwinden. Willst du damit sagen, dass du auf seiner Seite stehst? Hast wirklich so wenig Plan von dieser Welt? Du kannst doch nicht wirklich glauben, dass Epsilon zu Gutem imstande wäre. Auch Kell war entschlossen, dass er in dieser Debatte nicht einfach nachlassen würde. Dann erklär es mir doch. Wenn ich wirklich durch ein Plothole hier gelandet bin und Epsilon der Grund für diese Dinger ist, dann ist er der Grund, weshalb ich am Leben bin. Und auch der Grund, weshalb du der Ringkampfliga beitreten konntest, nachdem du so lange gewartet hast. Epsilon richtet endloses Chaos an, ohne selber noch darauf zu achten, was er tut. Auch wenn er der Grund für dein Erscheinen ist, dann war es nichts als eine Nebenwirkung in seinen Versuchen der Zerstörung. Und wo soll das meine Argumente entkräften? Selbst wenn er es nicht beabsichtigt hat. Seinetwegen bin ich hier. Auch wenn Aurora immer noch nicht verstand, wie Kell wahrlich Gutes über Epsilon sagen konnte, wusste sie selber, dass sie keine Argumente mehr hatte. Zwar stimmte es wohl, dass Kell Epsilon sein Leben verdankte, aber trotzdem war das seltsame Wesen doch nichts als ein Fanatiker, dessen Untaten manchmal positive Nebenwirkungen hatten. Lass uns das Thema sein, okay? Selbstzufrieden stimmte Kell zu, im Bewusstsein, die Debatte gewonnen zu haben. Sag mal, warum heißen eigentlich beinahe alle Pokémon hier in der Gegend einfach wie ihre Spezies, aber du nicht? Glücklich über den Themenwechsel antwortete Aurora sofort. Es hängt eigentlich von der Herkunft ab. Hier auf Berelus ist es gewöhnlich, dass Pokémon einfach den Namen ihrer Spezies als Eigennamen verwenden. Auf anderen Kontinenten sehen die Dinge teils anders aus, zum Beispiel auf Kasonien. Meine Eltern stammten von dort und deshalb habe ich auch einen derartigen Namen. Im Prinzip kannst du dir merken, wenn du jemanden triffst, der sich nicht nach seiner Spezies benennt. Dann stammt er vermutlich entweder aus Kasonien oder aus Aralsa. Und wie unterscheiden sich Pokémon derselben Spezies dann? Zum Beispiel das Sorok aus Team Slash und der Autor des Buches über Epsilon. Es sind ja offensichtlich beides Sorok. Was weiß ich, das ist nicht mein Problem. Eine kurze Weile später zog Kell sich wieder zurück. In den Raum oberhalb der Treppe. Immer noch schwankte er innerlich, was er nun wirklich vom vergehenden Tag halten sollte. Einerseits war es besser als das Leben, welches er gewohnt war, doch andererseits gehörte da auch nicht viel zu. Auch wusste er noch nicht wirklich, was er von Aurora halten sollte, mit der er sich nun täglich abgeben müsste. Auch Munagoras eigenartiger Blick wollte einfach nicht aus seinem Gedächtnis verschwinden.
Aber was genau es damit auf sich hatte und wie er es wirklich lernen könnte zu kämpfen, würde er erst in den folgenden Tagen herausfinden können. Dieser Tag jedoch würde an dieser Stelle enden. Es war mitten in der Nacht. Der Mond stand hoch am Himmel und eigenartige Geräusche hallten durch die Dunkelheit. Keller wachte durch diese und begab sich verwirrt an sein Fenster. Als er in den Himmel blickte, entdeckte er, dass dieser rötlich glühte. Ein Klopfen ertönte an seiner Tür. Ja, wie er es bereits erwartet hatte, betrat Aurora den Raum. Du bist also auch wach. Hast du irgendeine Idee, was da draußen los ist? Nein, ich bin auch gerade dadurch wach geworden. Von der Frage her gehe ich davon aus, dass du auch keine Ahnung hast, oder? Nein, ich habe so etwas noch nie gesehen. Der Vollmond strahlte hell am Himmel. Hindurch, durch die glühenden Funken, die den Nachthimmel füllten. Sie alle schienen aus einem Punkt zu entspringen, unter welchem ein einzelnes Wesen schwebte. Nicht nur Aurora erkannte selbst aus der Distanz, was dieses Etwas war. Da, das ist Epsilon. Was tut er da? Als würde er selber Antwort geben wollen, erschallte auf einmal eine laute mechanische Stimme. Bewohner von Kira Town, erhöret die Worte, welche ich heute bringe. Der große Tag bricht endlich an, nach all den Jahren. Der Plot bereitete sich vor auf große Ereignisse. Und nun ist alles angerichtet. Die hohe Macht wird nicht mehr Gnade walten lassen, wo sie nicht angemessen ist. Von heute an sei der Plot nicht mehr euer Begleiter durch das Leben, sondern euer Richter vor dem Ende. Der Tag des jüngsten Gerichts ist angebrochen. Der glühende Himmel soll den Anfang vom Ende beteuern, auf das die brennen mögen, die es verdient haben zu leiden, und auf das die leben, die es verdient haben zu leben. Nie wieder wird diese Welt dieselbe sein. Ohne jegliche Vorwarnung begann der Mond, welcher nun vollends über Epsilon stand, zu glühen wie der Himmel selber. Seht dies als die erste Tat der Selektion und als Symbol, dass nicht mehr die Natur euer Herr ist. Als wäre es nichts, als wäre es ein simpler Fels, zerbarst der Mond im Himmel auf der Stelle. Eine gewaltige Explosion sandte Schockwellen durch ganz Kira Town. Und große, glühende Felsbrocken begannen vom Himmel hinabzustürzen. Panik brach in der Stadt aus, Schreie hallten durch die Nacht. Epsilon blickte zufrieden über das Chaos, welches er verursacht hatte, bevor er sich entschied, hinfortzufliegen in Richtung des Polarsees. Auf einmal hörte Kell eine Tür knallen und blickte sich um zu sehen, dass Aurora verschwunden war. Kurz zögerte er, doch schnell entschied er sich zu folgen. Als er das Haus verließ, erblickte er bereits Aurora am Rande des Gartenzaunes. Wo willst du hin? Während ein Meteoritenschauer solltest du nicht hier draußen rumstehen. Nein, ich muss Epsilon folgen. Nach einem vorwurfsvollen Blick fügte sie hinzu. Ich will ihn nicht bekämpfen oder etwas ähnlich Dummes. Ich weiß selber, dass das nicht gut für mich enden würde, aber wenn wir ihm folgen, können wir vielleicht sein Versteck ausfindig machen. Und es gibt bestimmt viele, die mit dieser Information arbeiten könnten. Ein lauter Knaller tönte, bevor Kell antworten konnte. Ein weiterer Mondfels war in ein Gebäude eingeschlagen, welches Kell bisher noch nicht beachtet hatte. Kommst du mit? Erneut kurzes Zögern. Okay, also los, aber pass ja auf. Ohne zu antworten, sprintete Aurora los, auf dem Weg zum Polarsee. Zwar konnte Kell sich auch noch recht gut an den Weg erinnern, doch er blieb trotzdem dauerhaft hinter dem Eis-Pokémon. Die Augen eher auf den Himmel als auf den Weg vor sich gerichtet.
Inzwischen fielen deutlich weniger und kleinere Steine vom Himmel. Die Gefahr begann zu schwinden. Doch nicht etwa die Gefahr des Bringers dieser Katastrophe. Schon bald erreichte das Duo den Polarsee, an welchem Aurora nach Spuren Ausschau halten wollte. Auf der Suche nach dem Plottkrieger. An diesem See war jedoch bereits ein anderes Pokémon. Es war ein Pokémon, nicht der düstere Krieger selber, sondern ein Wesen, welches beiden Mitgliedern des Team Polar Navatra vollkommen unbekannt war. Es tat nicht viel, außer in den Himmel zu blicken, bevor die beiden Pokémon eintrafen. Was? Es sind wirklich Pokémon Epsilon gefolgt. Ich dachte, er wäre zu nervös gewesen. Hast du etwas mit ihm zu tun? Wer bist du? Der kleine Schatten erhob sich aus seiner sitzenden Position. Mein Name ist Mashadow. Ich stehe auf der Seite des Plots, was in diesen Zeiten leider oft zu Epsilon führt. Und ich soll hier wachen, damit niemand Epsilon folgen kann. Also arbeitest du mit ihm zusammen? Wie bereits gesagt, ja. Wenn auch ungerne. Aber ich muss euch an dieser Stelle bitten, umzukehren. Für euch gibt es nichts zu gewinnen, wenn ihr Epsilon folgt. Nur Dinge zu verlieren. Unter anderem eure Leben. Auf Kell wirkte Mashadow zu diesem Zeitpunkt tatsächlich wie ein verständnisvolles und moralisches Pokémon. Er wirkte nicht wie ein Irrer, der für das Ende aller steht. Aurora schien dies allerdings weniger zu interessieren. Wenn du auf Epsilons Seite stehst, dann bist du ein Feind und wir müssen ihm folgen. Geh uns aus dem Weg. Keller blickte Frustration in den Augen ihres Gegenübers. Wollt ihr es wirklich hierzu kommen lassen? Ich kann euch nicht eurer Wege ziehen lassen. Wenn ihr Epsilon folgen wollt, dann müsst ihr gegen mich kämpfen. Aber glaubt mir, es wäre für uns alle das Beste, wenn ihr einfach umkehren würdet. Kell war bereits kurz davor, Mashadow zuzustimmen und zu gehen. Sie würden Epsilon ohnehin nicht mehr einholen können, dafür war viel zu Zeit vergangen. Zudem hatte der vorige Tag bereits bewiesen, weder Aurora noch Kell waren starke Kämpfer. Doch er war der Einzige, den dies zu stören schien. Wenn ich muss, dann werde ich kämpfen. Es lohnt sich nicht, Aurora. Offensichtlich hatte sie nicht mit dem Einspruch ihres Teampartners gerechnet. Was? Was willst du damit sagen? Wir müssen Epsilon folgen, du hast mir doch gerade noch zugestimmt. Inzwischen ist er aber über alle Berge. Willst du wirklich für nichts einen Kampf eingehen? Sie blickte unschlüssig zu Mashadow. Also, du hast recht. Epsilon finden wir nicht mehr, aber wenn wir seinen Helfer hier festsetzen können, dann kann er uns bestimmt einige Informationen geben. Zwar war Kell immer noch nicht wirklich vom Kampf überzeugt, doch auch er wusste, dass Auroras Argument durchaus Sinn ergab. Wenn sie es schafften, einen Helfer Epsilons festzunehmen, dann würde der Kampf gegen Epsilon für alle einfacher werden. Das ist wirklich, was ihr denkt. Wenn ich relevante Informationen über Epsilon hätte, dann würde ich sie euch freiwillig mitteilen. Doch Epsilon vertraut mir nicht genug. Wohl mit Recht. Jedoch war das Gespräch bereits zu Ende. Aurora hatte nichts mehr zu sagen und griff Mashadow an. Augenblicklich sprang dieser zur Seite, nun spirituelle Kraft in seiner Hand. Ihr wollt wirklich kämpfen? Nun gut, wenn ihr mir keine andere Wahl lasst, dann kämpfe ich eben. Wie auf Kommando schoss er sofort eine Aurasphäre auf Aurora los, die jedoch bereit war auszuweichen. Gerade als der Kampf begann, fiel Kell auf, dass er immer noch nicht eine einzige Attacke beherrschte. Panisch versuchte er irgendwie zu improvisieren. Konzentrier dich einfach auf die Hitze oder sowas. So funktionieren Pokémon-Attacken in der Regel. Offensichtlich bemerkte Aurora die Probleme ihres Teamkollegen, während sie in diesem Kampf so ziemlich alleine dastand. Sich aber recht gut halten konnte. Mashadow war offensichtlich selber kein starker Kämpfer. Sofort probierte Kell die Anweisung aus, welche er erhalten hatte, ohne jegliche Vorstellung, was er genau tun sollte. Er versuchte einfach irgendeine innere Hitze zu sammeln, so wie Aurora es erklärt hatte. Was ihn überraschte, war, dass es tatsächlich etwas zu bewirken schien.
Er fühlte, wie Flammen sich im Inneren seines Mundes bildeten und er schoss sie in Richtung Mashadow, der eindeutig nicht mit einem Flammenangriff gerechnet hatte. Zwar waren die Flammen nicht mächtig genug, um den Gegner zu bezwingen, doch auf jeden Fall waren sie in der Lage, ihn einzuschüchtern. Warum seht ihr denn nicht, dass ich nicht euer Gegner bin? Ich rate euch, stellt euch auf dieser Reise nicht gegen jene, die euch nichts Böses wollen. Wenn ihr euch nicht auf die wahren Feinde fokussiert, dann werdet ihr scheitern. Nach diesen Worten verschwand Mashadow einfach im Nichts, als wäre er nie da gewesen.